Moin, moin, ihr Kabautermänner. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. In der letzten Folge war ich hier hinter mir in diesem Dorf. Havenna hieß das, glaube ich. Ich sammle die Sachen by the way noch. Da drüben. Unter dieser Kuppel liegt das. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich von dort aus dann in die Welt hinausreisen mit Schiff. Ja. Wie man sieht, ist noch nicht so viel entdeckt hier von der Welt, aber da in Gen Osten gibt es noch einiges zu entdecken und zu bereisen. Aber mir fehlt etwas an Personal. Auch hier gibt es Personalmangel. Und zwar mangelt es an Schiffszimmerern. Hier in der Ecke gibt es zufällig welche, die in irgendeiner Grotte verschollen sind. Ich glaube, ich kann leider nicht weiter hoch mit dem Bild, aber also mit der Kamera doch so. Da hinten im Hintergrund sieht man so ein Gebilde. Da kann man offensichtlich rein. Das wird diese Küstengrotte sein. Und ich mache mir Hoffnung, diese Schiffszimmerer darin zu finden. Dann auch schön einzusacken für meine Zwecke. Ja, wie üblich muss ich mir den Weg dahin jetzt erstmal freikämpfen. Der Riesendrache da hinten, der macht mir da ein bisschen Sorgen, aber ja, schauen wir mal. Holen wir uns erstmal hier diese kleinen Fruchtzwerge hier. Kleine Fruchtzwerge ist gut, ey. Uff, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen hier. Mist. Heilt Wunden, vertreibt Schmerzen. Oder war das nur das Kraut? Ja, das nehme ich. Oh Gott. Uff. Ah, die können aber ja ganz schön zuhauen, muss ich mal so sagen, ey. Da muss ich mal hier ein bisschen intervenieren. Okay, wurde anfangs doch knapper, als ich mir das so erwünscht hätte. Na gut, ich bin glaube ich auch in einem neuen Kapitel jetzt hier, ne? Ja, guck mal, die sind doch alle stärker hier als ich. Also in einem höheren Level, so. Ja, ich überlege gerade, woran das liegt. Ich meine, meine aktuelle Quest ist das. Aber wenn ich mit denen schon so am Struggeln bin, dann werde ich hier diese Drachen. Also den Drachen brauche ich gar nicht angehen, ey. Kann ich ja völlig knicken. Na, komm. Mal gucken, dass ich hier die Blubbies noch wegmatche. Es sind ja zum Glück nicht so viele. Hier direkt richtig ein paar verbremst. Und der weiß, wer der Boss ist hier am Strand. So, wirkungslos, ja, geil. Achso, der ist auch so eingefärbt. Dann kann ich dem, glaube ich, nichts. Okay, ich will nur mal eben gucken, was für ein Level hat denn dieser Drache? Oh, 55. Wie heißt der? Hydrago. Oder ich weiß gar nicht, heißt der so oder ist das die Rasse, die Drachenrasse quasi? Ich habe keine Ahnung. So, die sind wieder ein bisschen humaner hier. Careful, everyone. Mach ich mal hier ein bisschen Unterstützung dazu. Wait,
können wir die Knöpfe schon mal spielen. Okay, sehr schön. Da hinten ist wieder so ein, wie heißen die, wenn die diesen lila Nebel um sich haben. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mir immer ganz kurz ein Bild verschaffen, auf welchen Levels meine Leute so sind. Die sind auf 25, Shanty hinkt gut hinterher gerade. Vielleicht sollte ich die mal ein bisschen hochrüsten, die müsste sowieso. Ich glaube, der muss ich mal was gönnen, ey. So. Okay, jetzt könnte ich da für die Points, da könnte ich auf die Gegner noch gehen. Komm, mache ich jetzt. Da kann ich dann noch so ein bisschen leveln. Vor dem Hintergrund ist es nicht so klug, jedem Gegner oder allen Gegnern, die man nicht unbedingt antreten muss, aus dem Weg zu gehen. Dann wird der eigene Charakter ja nie stärker. Oder zumindest zu langsam, so. Hab ich denn jetzt die Stiefel geklaut oder was war das? Okay, Level 29 Oinkong. Gehe ich den an? Ich würde sagen, ja. Okay, weg hier, weg hier. Oh, sie war nicht schnell genug. Oh, nein. Aua. Okay, da hat er einen langen Atem gehabt. So, cool wäre, wenn ich jetzt hier die Gnuffis nochmal aktivieren könnte. Let's go. Weg und weg. Ah, er ist richtig fies, der Angriff. Wieder weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, nicht mehr lange, dann haben wir ihn. Oh, nee. Das war jetzt kein gutes Timing, ehrlich gesagt. Schon. Ah, da haben wir ihn. Okay, sehr ordentlich. So, da haben wir eine Kiste. Ein Wasserring, okay. Gucken, ob der mir gerade was bringt. Ein Windring hat sie. Er hat den Schäden durch Stäbe und die hat ja eine. Mal Windring. Ring der Ferne, Ring der Magie. Da ist der Wasserring.
Wasserschaden plus Wasserschaden, ey. Hört sich so nach Rohrbruch an. Ich lasse mal, wo er ist. Irgendwie bin ich nicht überzeugt. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich hier gegen den Blubby wieder ran. Die spawnen einfach so schnell nach. Das ist so dumm. Ich bin gerade erst hier gewesen, hab die alle geplättet. Jetzt muss ich nochmal ran. Das ist irgendwie komisch. Okay, weg hier. Jetzt habe ich nämlich gut einen drauf gekriegt. So. Oh nee, weg hier. So, da kommt der Riesendrache, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier in die Richtung zur Grotte. Level 27 Einkommen. Okay, let's go. Okay, jetzt drauf, 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 drauf. Drauf, 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 drauf. Bei dem ist jetzt echt die Frage, ey. So zeigt er ja nichts an. Okay, da sieht man das Level nicht. Kann ich denn hier mittendrin speichern? Tatsache, cool. Dann hat man ja eigentlich nicht so viel zu verlieren, ne, wenn das geht. So, sorry, muss da kurz einen Schluck trinken. Ja, die sind richtig böse, diese. Ich weiß gar nicht, sowas ähnliches wie verflucht oder so sind die dann, wenn die diesen Nebel um sich haben. Da weiß ich gerade nicht, ob ich den angehen sollte, aber. Na komm, ich habe gerade gespeichert. Da habe ich nichts zu verlieren. Ein Monster mit einer seltsamen Aura schleicht umher. Möchtest du gegen dieses besessene Monster vom Level 30 antreten? Ja, genau, besessen sind die so. Level 30 ist natürlich über mir, aber es geht noch so. Wird wahrscheinlich nicht leicht, aber komm. War jetzt nicht direkt der allermeiste Schaden. Okay, die muss ich nur einmal treffen, dann bin ich platt. OMG. I need your help.
Kann ich Shanti hier wieder? Nee. Kann ich jetzt auch nicht wirklich wiederbeleben oder sowas. Ich meine, ich könnte mich darauf beschränken, einfach hier im Kreis zu rennen und quasi abzulenken, wenn man so möchte. Hauptsache, die trifft mich nicht. Aber ich weiß nicht, ob er das überlebt da vorne. Okay, was war das? Okay, ich bin irgendwie on fire. Let's go. Okay. Fällt mir gerade ganz gut. Die Schläge stunnen die auch schön. Perfekt. Jawollo. Und drauf. Oh, oh. Ich glaube, jetzt sollte ich hier weg. Okay, jetzt bin ich alleine. Shit. Okay, ich bin jetzt schon zu weit gekommen hier, um an der Stelle zu verkacken. Okay, nochmal hochheilen. Komm hoch! I'm counting on you. So, wo ist er? Oh nein, knapp. Okay, jetzt habe ich aber nicht mehr viel zum Hochheilen hier. Tschüss, komm hoch. Komm schon, komm schon. I need your help. Okay, da habe ich jetzt leider noch mal einen abgekriegt. Mal gucken. Oh, oh das Zeug, das, das ist irgendwie der bessere Stoff, habe ich gerade gemerkt. Das halt ja richtig gut hoch. Okay, zwei Schläge und dann weg hier. Komm schon. Jetzt nicht gierig werden, nicht gierig werden. Oh, das ist weg hier. Schon, komm schon. Jetzt aber. Jetzt aber. Uff. Bam, Junge. Hat mich nur so ziemlich meinen kompletten Vorrat an Heilutensilien hier gekostet. Ein paar Strandlatschen habe ich bekommen. Schutztalisman. Okay, okay. Gucke ich mir gleich an. Ich werde jetzt erstmal hier rangehen an die Kiste. Ah, Mondgold, okay. Ja, und da steht wieder dieser Oinkong, ey, den ich gerade erst besiegt habe. Ist einfach sofort wieder nachgespawnt. Das ist so behämmert. Puh, so, lass mal gucken. So, sehr zu Seidenslipper. Kann aber haben. Oh, ich habe hier einige Sachen, die. Krasse Strandlatschen. Oh, Moment. Er hat diese 42er. Ja, sie hat ja gerade neu bekommen. Er hat diese Seidenslipper. Der kann. Ich glaube, stinkende Strandlatschen passt ganz gut zu ihm. So, und er hat auch Seidenslipper. Der kann dann die dumpfen Strandlatschen haben. So. Da haben wir noch so einen Schutztalisman.
Abwehr plus, gesamte Abwehr plus. Keine Ahnung, wo genau da der Unterschied liegt. Warte mal, dann kriegt er den. Ist auf jeden Fall auch eine Verbesserung. Genau, sie den. Keine Ahnung, das hier macht keinen Unterschied, ne? Ist dasselbe. Na komm, dann habe ich die in einer Reihe da oben. Ich muss mal gucken, dass ich so Sachen, die über sind, dann auch wieder verkaufe. Bei den Rüstungen, okay, oh, da habe ich mal was. Irgendwann zwischendurch mal was Krasses bekommen, aber rot bedeutet wahrscheinlich, dass ich den noch nicht tragen kann, ne? Oder? Ah, nee, geht. Krass. Ist jetzt die Frage, der ist ja eigentlich eh schon, also der kann ja eigentlich eh schon viel ab. Warte mal, dann kriegt er 34, 34, dann kriegt er den. Und dann, oh, keine Ahnung, ihn hier spiele ich natürlich viel. Kann er das auch tragen? Ja, ne? Was? Müsste ich nur gucken, ob ich jetzt für ihn noch irgendwas Besseres habe? Nee. 60er, ey, 60, 60 ist schon krass. Okay. Ja, Ringe hatte ich ja vorhin schon geguckt. Bei den Schwerten. Schwertern. Ja, das hat er doch schon, oder? Belebendes Soldatenschwert. Eine Kleinigkeit noch eben, ich will eben schauen. Da, das kühlende Soldatenschwert, das kann der doch haben. So, und dann ist wiederum das hier frei. Das ist 62er. Dann käme das. Ja. Ich kann auch die Lanzen, hat die ja alle. Ja, okay, gehe ich Oink Kong nochmal an. I'll do my best. Ich möchte mal richtig ein mit hier. Mist. Komm schon, zieh ich durch. Hallo. Sehr schön. Ist der gerade auch schon wieder im Level gestiegen? Ja, ne? 26, gerade war der noch 25, meine ich. Hallo, das will ich nicht. So.
Okay, ja, dann ist der Weg von hier aus im Grunde so gut wie frei. Da hinten könnten wir noch ein paar Turteltäubchen abräumen. Aber man könnte dann auch in die Grotte rein. Was ich auch machen werde, aber nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr zeitliches Ende schon wieder gesegnet. Die 25 Minuten sind um. Das heißt, in der nächsten Folge betrete ich dann hier die Grotte. Das schwimmt da hinten. Okay, und so ein Ding. Ja, wer mit dabei sein möchte, wenn ich da rein hineinschreite, der schaut sich einfach die nächste Folge wieder mit an und ist mit von der Partie. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, bleibt weiterhin gesund und wie üblich, bis dahin.